Ja, also hier ist es trocken, aber trotzdem, ich glaube, Martin Tomczyk steht gerade ordentlich unter Stress bei Abt. Hat trotzdem Zeit für uns. Dankeschön, Martin. Mein kleiner Wetterfrosch, hast du damit gerechnet, dass jetzt hier so Regen runterkommt? Nein, wirklich nicht. Also wir haben mehrere Regenradars, sogar unsere eigene Regenstation, aber das kennen wir vom Lausitzring. Es hat am Anfang nur so ausgesehen, wie wenn es nur ein bisschen tröpfelt. Aber dann ist es wirklich, hat der Himmel aufgemacht und dann haben wir natürlich auch nicht wirklich die beste Strategie für beide Autos fahren können. Deswegen ist leider Ricky zurückgefallen. Und jetzt auch wieder nach dem Restart, war nicht vorhergesehen, dieser schwere Regen, viel zu viel Aquaplaning und deswegen auch die richtige Entscheidung, jetzt nochmal die rote Flagge rauszuholen. Eure Entscheidung, später in die Box zu gehen, einfach weil ihr dachtet, das wird ein kurzer Schauer und vorbei. Richtig, ja. Und das haben wir auch schon öfters gesehen und es war warm genug, dass die Strecke auch wieder schnell auftrocknen kann. Aber was wir jetzt gesehen haben, so viel Regen, hat kein einziges Radar vorhergesehen und es ist wirklich schnell gekommen. Und dann war es auch ein bisschen die Fahrerentscheidung, wo ich freigegeben habe beim Kelvin, den haben wir sofort reingeholt. Ricky wollte dann draußen bleiben, aber es ist dann zu viel Regen gewesen und das wäre ein Sicherheitsthema gewesen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Jetzt die zweite rote Flagge. Glaubst du, wir fahren nochmal ordentlich zu Ende? Ja, das mag ich doch schwer hoffen. So schlecht schaut es ja für den Kelvin nicht aus. Der ist gut drauf. Ricky sagt auch, er will fahren. Jetzt schauen wir mal. Aber unser Ziel ist natürlich jetzt, um den Sieg zu fahren mit Kelvin und Ricky wieder nach vorne zu bekommen. Nimm uns doch mal mit in deinen Job jetzt gerade. Was hast du jetzt zu tun? Wovon halte ich dich jetzt ab? Ja, ich höre gerade mehrere Autos, mehrere Fahrer auf mein Ohr, ein Race Director. Klar, einerseits natürlich ein bisschen Strategie schauen, wann die Boxenstopp wieder anfängt, wann wir den Restart haben, was jetzt für Arbeiten erlaubt sind. Und dann natürlich auch das Wetterradar beobachten und dementsprechend auch mit der Race Control Abstimmung zu haben, wann es denn wieder Sinn macht und wann nicht. Und dann die beste Strategie zu finden. Martin, vielen Dank, dass du Zeit hast. Vom Gefühl her wird es auch ein bisschen weniger jetzt am Regnen. Zurück zu Eddie und David.